Wird es einen Battle Pass in Realm Royale geben und was passiert überhaupt noch sonst mit dem Spiel? Diesen Fragen gehen wir auf den Grund. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ein Battle Pass ist eine Möglichkeit, dass ihr euch kosmetische Items in einem Spiel erarbeiten könnt und dafür halt vorher zahlt. Ihr zahlt aber weniger, als ihr sonst eben für diese Items bezahlen würdet. In Fortnite gab es das Ganze schon öfters und gibt es natürlich auch immer noch. Einige Spieler haben sich darüber gefreut, denn ihr könnt eben Geld sparen, müsst aber auf der anderen Seite dafür das Spiel eben spielen. Und zwar relativ viel spielen, damit ihr den Battle Pass auch vollständig auskosten könnt. Das bedeutet im Endeffekt, ihr werdet euch diesen Battle Pass in Realm Royale kaufen können. Ihr werdet dann verschiedene Stufen von Belohnungen haben, wahrscheinlich wie es in Fortnite war. Generell schaut sich das Spiel ja relativ viel da ab und dann werdet ihr die kosmetischen Items erhalten. Je nachdem, wie viel ihr spielt, lohnt sich der Battle Pass eben oder lohnt sich für euch nicht. Für Spieler, die wenig spielen, kann es sich eher lohnen, nur eine einzige Sache selber zu kaufen, die ihr wirklich wollt und die anderen Sachen dann eben nicht zu kaufen, weil ihr eben nicht zum Spielen kommt. Für Leute, die viel spielen, kann sich der Battle Pass wirklich viel lohnen. In Fortnite war es so, dass es teilweise mit 75 bis 150 Stunden angesetzt wurde, bis ihr wirklich alles aus diesem Battle Pass rausgeholt habt. Das ist eine Menge Zeit, die ihr da reinstecken müsst und je nachdem, wie lange der Battle Pass angesetzt ist, das ist dann immer zeitlich begrenzt, könnt ihr auch in die Bedrulle kommen. Was auch sonst noch mit diesem Spiel passiert, ist, es wird jede Menge kosmetische Items geben. Kosmetische Hühnchen, das Ganze wurde auch schon mal auf dem Twitter-Account von Realm Royale geteasert. Da haben sie Hühnchen gezeigt, die relativ schick aussahen und dann eben klassenspezifisch waren zum Beispiel. Das kann ich mir wirklich super vorstellen, hätte ich Bock drauf. Weiterhin wird es dann natürlich noch Skins geben für die Klassen, für die verschiedenen Waffen. Ich denke mal, da wird es jede Menge Inhalte geben, die wir uns dann dazu kaufen können. Das ganze Spiel ist ja Free-to-Play und ist auch weiterhin als Free-to-Play-Game geplant. Wenn es dann auch auf den Konsolen rauskommt, erwarte ich spätestens die Einführung von den ersten Ingame-Käufen, wenn nicht sogar vorher jetzt schon. Die Beta wird bald losgehen, jetzt sind wir ja noch in der Alpha. Gerade wird auf dem PTR getestet, dass wir Elementarsachen zu unseren Waffen hinzufügen können. Das heißt neue Perks. Die Rede war da, glaube ich, von Geist, Feuer und noch einer anderen Sache ist mir gerade entfallen. Ich muss das selber mal testen auf dem PTR. Wie gesagt, den Battle Pass wird es geben, Skins wird es geben. Bin schon sehr gespannt darauf und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video zu Realm Royale. Bis zum nächsten Mal, euer Fragnaht.